meine Lieben, ich möchte euch heute das Update zur Kita-Eingewöhnung drehen, und zwar Woche 2. Und wir sind zwar jetzt schon in Woche 3, also die ist auch schon um, aber ich möchte euch jetzt erstmal Woche 2 erzählen und dann kommen die nächsten Tage auch gleich Woche 3. Also es kommt jetzt ziemlich schnell hintereinander, weil ich es vorher nicht geschafft habe, das abzudrehen. Und somit berichte ich euch heute aus Woche 2. So, dann nehmen wir mal das Büchlein zur Hand, wo alles drin steht, dass ich auch nichts vergesse, euch zu sagen. Ja genau, also normalerweise ist es in unserer Kita so, dass so wie der Freitag endet, so beginnt auch der Montag wieder, also von den Zeiten, von der Uhrzeit her. Und bei uns war das so, dass mein Kleiner sich so gut dran gewöhnt hatte an die Kita, dass sie halt gesagt haben, okay, er war ja Freitag anderthalb Stunden in der Kita. Anderthalb Stunden? Ich will jetzt gar nicht lügen. Nee, er war auch 2 Stunden in der Kita und 1 Stunde war ich draußen am Freitag. Und am Montag habe ich spontan entschieden, weil es so gut lief, dass er 2 Stunden komplett alleine bleiben durfte. Also ich habe sozusagen nur die ersten 10 Minuten oder so mitgemacht, habe ihn halt mit in den Garten gebracht, weil das Wetter einfach schön war. Da waren die hinten im Garten, ich habe mich verabschiedet von ihm, habe ihm einen Kuss gegeben und bin gegangen. Und ich durfte komplett weg. Also ich musste noch nicht mehr auf dem Gelände sitzen bleiben, die 2 Stunden. Weil es einfach so extrem gut lief. Und was steht denn hier noch? Ach ja, genau. Er hat 2-mal ganz kurz geweint, weil er sich einmal gestoßen hatte. Und das andere Mal war am Tisch. Er war müde, genau. Er war müde und wollte halt nicht richtig essen. Also sie zwingen ihn da Gott sei Dank auch nicht zum Essen. Das habe ich auch angesprochen. Weil ich weiß es natürlich nicht, wie es in anderen Kitas ist. Deswegen habe ich das angesprochen und meinte, ich möchte nicht, dass er gezwungen wird. Wenn er nicht essen möchte, dann ist das in Ordnung. Dann sagt mir bitte nur Bescheid. Dann ist da halt bei uns zu Hause noch eine Kleinigkeit. Ja, darauf sind sie auch eingegangen, haben das auch gemacht. Und da meinte sie halt, okay, er war sehr, sehr müde. Deswegen hat er auch nicht gegessen. Und da hat er halt kurz geweint. Und dann kam ich aber auch schon gleich. Also das war in Ordnung. Das lief eigentlich super. Er hat an dem Tag auch 3 neue Wörter gelernt oder ausgesprochen, sagen wir es eher so. Er kennt die Wörter schon eine Weile, aber hat sie halt nie ordentlich ausgesprochen. Und an dem Tag hat er halt gelernt, Brille zu sagen, weil er will halt immer meine Brille anfassen und zeigt halt auch drauf. Und dann sagen wir, ja, das ist eine Brille. Dann hat er Mimi gesagt, so heißt der Hund von meiner Mama. Warum er Mimi sagt, also das ist ja nicht der Hund, der hier ist. Also die Namen von unseren Hunden sagt er noch nicht, komischerweise. Aber ja, Mimi halt, mit der spielt er allerdings auch bei meiner Mama sehr viel, bei der, ne, ist eine sie übrigens. Mit ihr spielt er sehr viel Ball und er schmeißt den Ball und sie bringt ihn auch immer wieder total toll zurück. Vielleicht sagt er es deswegen auch, weil er einfach mehr Spaß mit der kleinen, jüngeren Mimi hat, als mit unseren größeren, älteren Hunden. Genau, und dann sagt er jetzt zu allem und jedem Baby. Alles ist für ihn Baby. Also Mama ist Baby, die Figuren sind Baby, die Autos sind Baby. Alles ist für ihn Baby. Weil ich sage halt immer noch zu ihm, er ist so mein Baby und deswegen, glaube ich, sagt er das auch zu allem. Dann sagt er halt Baby. Dann am Dienstag war das wieder so, er war 2 Stunden alleine, weil es am Montag so gut lief eigentlich. An dem Tag hat er richtig gut gegessen, er hat sogar komplett leer gegessen. Ich überlege gerade, was es hier gab. Steht das hier? Nee, steht ja nicht. Aber ich glaube, es waren Cevapcici. Es müssen Cevapcici gewesen sein, genau. Und das Einzige, was blöd war, ich kam halt genau um 12 und da sind die meisten noch nicht ganz fertig mit dem Essen und er war halt gerade am Trinken und ich habe halt die Tür aufgemacht und dann war mit Trinken vorbei. Aber ja, also ich habe sozusagen da diese Runde in dem Moment gerade gestört, dass er halt alleine trinken wollte und ich kam rein und er hat mich halt gleich gesehen. War ein bisschen doof, aber gut. Ja, passiert. Und dann hat er den ganzen Tag über, also wir sind gleich danach zu Ikea gefahren mit meiner Mutter und er hat die ganze Zeit dort geschlafen im Kinderwagen. Wir waren erst spazieren, dann waren wir eben bei Ikea und bei Ikea ist er dann wach geworden und hat dann da nochmal richtig aufgedreht, was ich total schön fand. Ach ja, und am Montag habe ich Blumen geschenkt bekommen von einer Kita-Freundin von ihm, mit der wir uns sehr oft jetzt treffen in letzter Zeit und das war süß, die hat mir dann morgens Kita Blümchen mitgebracht. So toll, wow, schön. Dann am Mittwoch, ich muss mal kurz den Klebezettel wegmachen. Ach, und am Mittwoch gab es Reis und mit Buletten. Und was ich komisch finde bei uns zu Hause ist, er reist nicht so gerne. Aber in der Kita hat er das ratzeputze leer gegessen. Weil er wollte allerdings morgens nicht alleine in die Kita rein. Also da fing es an, dass er so... Er wollte in die Kita, hat sich auch gefreut, die Kinder zu sehen, aber er wollte halt, dass ich mit reingehe in den Raum und das war ein bisschen doof. Aber er hat sich dann schnell wieder gefangen, hat auch nicht geweint, er wollte einfach nur mich mitziehen. Aber das geht natürlich nicht. Also ich kann nicht einfach mit in den Raum gehen, gerade weil da halt auch keine Straßenschuhe angezogen werden und so.
Und wenn man halt den Abschied verlängert, dann ist das ja auch blöd für ihn. Also das war das erste Mal, wo ich so ein mulmiges Gefühl wieder hatte, weil die Tage zuvor lief es halt echt mega gut. Da konnte ich noch nicht mit Tschüss sagen, ist da gleich reingerannt. Am Donnerstag dann fiel der Abschied richtig, richtig schwer. Also ich bin ja mittwochs nachmittags immer arbeiten und ja, also wenn ich ihn dann morgens zu Kita bringe und abends, also ich gehe dann nachmittags arbeiten und habe ihn dann vielleicht noch so ein paar Stunden nur nach der Kita, dann ist er am nächsten Tag, wenn ich ihn in die Kita bringe, ist er so extrem anhänglich. Also ist uns jetzt erstmal so aufgefallen. Es hat sich auch bis in Woche 3 gezogen, das kann ich gleich schon mal dazu sagen. Er wollte halt dann gar nicht von mir loslassen. Also er hat sich so richtig an mich rangeklammert und wollte nicht gehen. Und das war schon hart. Das war wirklich hart. Dann hat er aber einer seiner liebsten Kinder dort in der Kita getroffen, den Tim. Und der hat ihn dann abgelenkt und dann war gut. Dann konnte ich ihm auch ganz ruhig Tschüss sagen. Aber es war für mich so schwer, ihn da kurz so, wenn er so klammert, ihn gehen zu lassen. Das war blöd. Für mich. Also er hatte damit kein Problem, nachdem Tim dann da war. Er ist auch so, also wir haben ja eine Gruppe von einem Jahr bis, also jetzt gerade ein Jahr bis 3 Jahren. Sind alle Altersgruppen vertreten so ein bisschen. Und er spielt halt mit den älteren Kindern, die jetzt leider ab Freitag nicht mehr in der Kita bei uns drin sind. Die wächst also doch schon in der Kita schon, aber eben in der nächsten Gruppe. Mit den 3 Jungs spielt er eigentlich am liebsten und ist so ein bisschen traurig, dass die jetzt weggehen. Aber mich freut es, dass er sich an die Älteren so ein bisschen hält und dass er da viel Spaß mit den Jungs hat. Und auf dem Spielplatz oder draußen sehen sie sich ja einfach trotzdem noch. Das beruhigt mich ein wenig. Genau. Und am Freitag fiel mir der Abschied total schwer. Ich weiß gar nicht, warum. Er hat super, super gut aufgegessen. Er war da übrigens auch schon... war er da schon über Nacht? Ach ja. Seht ihr, das habe ich vergessen zu sagen. Ab Dienstag fing es an, dass er dann bis 11.20 Uhr bleiben durfte, also bis kurz vor dem Mittagsschlaf. Das hat sich auch die Woche über dann so weitergezogen, dass kurz vor dem Mittagsschlaf er immer gehen musste. Also 11.20 Uhr, wie gesagt, und dann werden halt 10 Minuten lang die Kinderbett fertig gemacht. In unserer Kita ist das so, dass die einen Schlafanzug anziehen, dass sie halt wissen vom Ritual her, okay, jetzt geht es schlafen. Genau, sorry, dass ich das so verpeilt sage, aber ja. Und Freitag war das dann so, dass er unbedingt mit den anderen Kindern ins Bett wollte, als ich ihn abgeholt habe. Und dann lag er neben der kleinen Zoe von meiner Freundin, die Tochter, und da wollte er unbedingt da mit denen schlafen und habe ihn ganz schwer da rausgekriegt. Also das Ding ist halt, ihn wieder aus der Kita rauszukriegen, ist manchmal schwerer, als ihn reinzukriegen, weil er so viel Spaß da einfach hat. Genau, und ich bin mega stolz auf ihn einfach, dass er das Ganze so gut angenommen hat. Ja. Das war sozusagen der Freitag noch und gefühlstechnisch wiegen es mir dabei. Also es war komisch, weil es jetzt angefangen hatte, dass er so ein, zwei Mal eben nicht wollte, dass ich gehe. Was ihm die Woche zuvor total egal war, würde ich jetzt, ja doch würde ich ja schon sagen, es war ihm egal, weil er so abgelenkt war von all den Dingen, die da neu waren. Und jetzt kam halt so langsam die Routine rein, er kennt da alles schon und deswegen ist das... wahrscheinlich nicht ganz so schön für ihn, dass ich dann einfach nicht mehr da bin plötzlich. Also jetzt bemerkt er es halt tatsächlich seit der 2. Woche erst, dass das wirklich jeden Tag ist, außer am Wochenende. Und dass ich halt jeden Tag dazu der Zeit nicht dabei bin. Das war für ihn schon komisch, glaube ich. Weiter geht's jetzt mit Woche 3 sozusagen im nächsten Video. Ich drehe das jetzt sofort weiter, nur ihr seht es dann halt erst ein paar Tage später. Und ich sag euch, das wird noch turbulent in der nächsten Folge. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat das irgendwie ein bisschen was gebracht, was ich euch erzählt habe, wie so die Entwicklung von dem Kleinen ist in der Kita. Jetzt in der Woche 3 dann demnächst seht ihr nochmal einen Riesensprung. Da bin ich echt gespannt, was ihr dazu sagt und ob es euch auch so ging. Ihr könnt mir auch gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, wie ihr die Eingewöhnung bemerkt habt, gefühlt habt und wie euer Kind sich auch geändert hat. Also für mich ist es so, mir fiel es wirklich schwer, ihn da so lange zu lassen. 11.20 Uhr, an das hatte ich mich jetzt gewöhnt so langsam. Ja, und jetzt greife ich schon wieder vor zur Woche 3, aber jetzt verabschiede ich mich, bevor ich zu viel rede und Woche 3 eigentlich totaler Schwachsinn ist, noch zu erklären. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Update wieder. Bis dahin, tschüss meine Lieben und genießt das Wetter. Die Woche wird schön.